Das kommt davon, wenn man sonst den Startbutton nicht drückt. So, jetzt mein Mikro auch an. Sehr schön. Fängt gut an heute Morgen. Es ist zu früh. Ich habe festgestellt, dass 11 Uhr zu früh ist für mich, wie man gerade gesehen hat. 11.30 Uhr auch. Das liegt nicht daran, dass ich so lange schlafe oder so, sondern das liegt daran, dass ich morgens eigentlich immer motiviert bin, Sachen zu tun. Also so Sachen, die ich sonst erledigen sollte, sowas wie dem Steuerberater schreiben, mich um irgendwie Sachen von Werbepartnern kümmern und ähnlichem. Also morgens ist für mich immer die produktive Zeit. Das heißt, also morgens ist für mich so 9 oder 8. Wenn ich früh aufgestanden bin, auch gerne mal 6. Aber morgens ist definitiv immer meine produktive Zeit. Gestern habe ich festgestellt, war ein bisschen zu spät. Da hatte ich gerade so einen müden Punkt. Der beste Zeitpunkt bis jetzt war echt 16 Uhr. Das war super. Nun ja, ich wollte heute auch gar nicht so viel streamen, ich wollte eigentlich eine Runde zocken und habe mir gedacht, wenn ich schon spiele, dann kann ich euch dabei auch Hallo sagen und euch den Morgen versüßen. Wir sind ja in einer kleinen, illustren Runde, wenn ich das mal so nennen möchte, was der Uhrzeit geschuldet ist, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Das heißt, das hier ist eure Arbeits-Nebenbei-Unterhaltung oder Kochen oder wo auch immer. Ach, Grüße aus Überruhr. Dem schönen Teil von Essen. So. Ich habe hier auf dem Schreibtisch auch noch den ganzen Kram von gestern rumliegen. Ich habe auch gerade den Kater einmal rausgelassen, weil ich hier noch die ganzen Gameboy-Sachen liegen habe. Das mache ich morgen weiter. Heute wollte ich spielen, und zwar Horizon. Ich habe Horizon schon auf der PS4 mal durchgespielt, das war schon sehr, sehr lange her. Ich erinnere mich an nichts mehr, also die Story noch, aber so steuerungsmäßig und so an wirklich gar nichts mehr. Wird hier auf dem PC eh anders, weil ich es mit einem Xbox-Controller spiele und nicht mit einem PlayStation-Controller. Wir schauen mal. Ich würde sagen, ich starte das Ganze mal und guck mal, dass wir erstmal den Ton und alles halbwegs auf eine halbwegs vernünftige Lautstärke bekommen. Ihr hört nämlich gerade meinen Desktop-Sound und da läuft diese wunderschöne Chill-Out-Musik. Aber die pausieren wir mal und wir schmeißen mal Horizon an und machen das Ganze, weil ich es, glaube ich, bisher noch nicht gestartet habe, mal über die gute GeForce Experience. Wo ist es denn? Sollte das hier nicht auftauchen? Ich bin einfach nur... Details. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Da ist es. Tada! Schauen wir mal. Deutsch. Eventuell muss ich den Chat da gleich noch ausblenden. Der könnte in einer... Warte mal, den blende ich direkt mal aus. Der stört wahrscheinlich nur. Jetzt brauche ich meine Maus wieder. Maus. Hilfe. Desktop, Overlay. Jetzt mal gucken, wo ist es denn da? Weg. Ich hoffe, mein Bild ist nicht an einer blöden Ecke. So. Deutsch hätten wir gerne. Untertitel dürfen aus sein. Dann schauen wir mal. Sony Interactive. Eins der schönsten Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, neben The Last of Us. Genießen wir mal das Intro. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Das ist schon ein sehr hübsches Spiel auch. Hier. Also nicht nur in den Rendersequenzen, sondern auch im Spiel. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Danke für das Abo. Heute
werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Ich mag das Setting von diesem Spiel auch einfach. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Worum es im Spiel geht, kann ich gleich nach dem Vorspann mal kurz erklären. Also zumindest so das grundlegende Setting und so. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Danke. Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. So, das Spiel an sich, es hat gerade schon jemand in den Chat geschrieben, Ali Gamble, das Spiel hat mich nicht überzeugt. Kann ich verstehen, wenn dir die Story zu flach ist? Ich fand die Story okay. Ich fand sie auch, also wird sehr, sehr schnell, also wird einem sehr schnell klar, worum es geht und was so der Twist ist, bla bla, aber da kommen wir später zu. Ich mag das Setting vor allem unglaublich gern. Worum geht's in dem Spiel?
Man spielt hier Eloy, ein Waisenkind, das nicht weiß, wo die Mutter herkommt, in einem Setting, das postapokalyptisch ist. Und zwar, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahre in die Zukunft. Wir sehen da, dass, also, dass die Welt von Maschinen bevölkert ist, also von Maschinen, die Dinos, also die ähnlich aussehen wie Dinos oder Tiere, und die Menschen in so eine Naturreligion verfallen sind, möchte ich mal sagen, und mit Technik nichts anfangen können. Ist, wie gesagt, sehr, sehr hübsch. Ich habe gedacht, ich spiele das nochmal durch, weil im Februar kommt das kommt der zweite Teil raus, in dem möchte ich unbedingt spielen. Außerdem habe ich hier das Add-on Frozen Wilds nie gespielt, weil ich damals auf der PlayStation das in der deutschen Version durchgespielt habe, die mir jemand geliehen hatte, der Bielendorfer. Und später hatte ich mir im Ami-Store was, glaube ich, eine Version gekauft, weil die dann nur ein Fünfer kostete. Leider konnte ich den Spielstand damit nicht laden, weil ja Ami-Version. Hat mich sehr geärgert, aber da hatte ich keinen Bock, es nochmal komplett vorne durchzuspielen. Und da es jetzt für den PC draußen ist, dachte ich mir, ah komm, dann spielst du es doch nochmal auf dem PC. So. Vorfahren mit begrenzten Daten. Nicht mehr Daten abgeben, als sein muss. Monkey Island. Monkey Island könnte ich auch mal spielen. Da würde ich mich wahrscheinlich maßlos bei blamieren, weil Monkey Island habe ich, glaube ich, mit 10 gespielt oder so. Und ich erinnere mich an gar nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Ich würde sagen, ich starte hier einfach mal ein neues Spiel. Ist der Ton soweit okay? Also ist das Spiel laut genug oder zu laut oder... Wo habe ich denn... Da. Das Doofe ist, wenn ich das für euch leiser machen soll, muss ich aus dem Spiel kurz raus, weil das Spiel leider meine Maus gefangen hat. Super. Ton ist super. Hört sich gut an. Ich habe vor ein paar Monaten Anfang von Monkey Island 1 gestreamt. War ganz lustig, aber zeitweise kam ich nicht voran. Und ich glaube, das war dann ein bisschen langweilig. Also ich glaube, also ja, das ist so ein Ding, ne? Wenn man sowas wie Monkey Island spielt, spielt man es entweder alleine ohne Tipps aus dem Chat oder mit. Aber wenn man es mitspielt, dann können im Grunde alle mitspielen. Aber dann ist es auch langweilig. Wahrscheinlich, weil man unglaublich viele Leute hat, die sich noch 100 Pro dran erinnern und da so durchlaufen können. Naja, fangen wir mal an. Pepsi Max jetzt auch für den Soda-Stream. Ich benutze einen Getränkelieferanten, dessen Namen ich nicht nennen möchte, wo ich immer ein schlechtes Gewissen habe, weil wir in der 4. Etage wohnen und ich die armen Leute, die mir das liefern, immer in der 2. Etage abhole und denen noch ein dickes Trinkgeld in die Hand gebe, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. So. Der Basti spielt sowas ja immer gerne auf ultra schwer, ich nicht. Auf Story finde ich auch blöd, weil Story ist so, da kannst du auch, also Story ist wirklich, ich weiß nicht, von die Leute von euch, die es nicht kennen, früher gab es sowas nicht, als ich noch Computerspiele gespielt habe, gab es nur normal und schwer, vielleicht noch einfach normal schwer, aber nicht hier diese Abstufungen. Story ist im Grunde fast sowas wie, man kann nicht sterben, man spielt wirklich nur die Story durch, finde ich nicht ganz so gut, einfach, weiß nicht, auf einfach kann ich immer noch stellen, wenn ich es auf normal nicht schaffe, normal finde ich immer ganz gut, ich könnte jetzt auch sagen schwer, weil ich es schon mal durchgespielt habe, aber da, als ich es gespielt habe, war es für mich an manchen Stellen echt hart, ich bin auch nicht gut in sowas, also wenn ihr jemand zuguckt, weil ihr glaubt, jemand spielt gut solche Spiele durch, nein, das bin ich nicht, ich bin ein Stümper, aber ich habe Spaß dabei. So, dann schauen wir doch mal. Ein Tipp, den ich Leuten geben kann, die das schon mal, also die es auch gerade spielen, ist, unterschätzt nicht die Fallen dabei. Ich habe am Anfang meine Skillung fast komplett irgendwie auf Pfeile, auf Schießen und so weiter gepackt, habe die Fallen ignoriert, die man aufstellen kann und habe später, also zum Glück noch relativ früh gemerkt, dass die Fallen, glaube ich, somit das Mächtigste sind, was es hier an Waffe gibt. Weil man sehr taktisch vorgehen kann um die Monster rum, auch um die großen Gegner und so. Und denen einfach so ein Parcours aus Fallen bauen kann und die da reinlocken. Und dann sind die im Grunde schon so gut wie tot, wenn sie durch sind. Das funktioniert generell bei fast allen Gegnern, aber leider nicht bei den Bossen, weil die meistens in irgendwelchen Sequenzen drin sind, also in irgendwelchen Story-Sequenzen. Deshalb sollte man auch nicht komplett vergessen, das andere noch irgendwie zu skillen. Die Story-Conference etwas schneller vorangehen, aber sonst schon super catch. Schade, dass es insgesamt wohl nicht so gut wird. Ja, also nicht so gut ist ein bisschen zu hartes Urteil. Ich finde es schon okay. Also es ist okay.
wie gesagt, das Setting holt viel raus. Vielen Dank übrigens auch für die ganzen Unterstützer und Subscriptions und Bits und Spenden. Ihr seid alle lieb. So, wie ich diese Leute hasse, die ernsthaft Getränke zu nutzen, ohne ans Bett gebunden zu sein. Heute habe ich die Werbung für einen Brötchendienst bekommen. Brötchen aus dem Internet. Welchen Dienst man nutzt und welchen nicht, kann ich verstehen. Schwierig. So. Dann fange ich mal an. Mein Mikrofon poppt. Oh, mein Mikrofon übersteuert auch ein klein bisschen, sehe ich gerade. So. Den Gain ein bisschen runter, dann sollte es nicht mehr poppen, hoffe ich. So. Fangen wir mal an. Ich spiele auf normal. Aloy! Aloy! Lauter Bären. Ich habe echt vergessen, wie hübsch dieses Spiel ist. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr. Und mittlerweile habe ich zum Glück auch einen Monitor, der das mit dem G-Sync ordentlich hinbekommt. Und ich habe nie noch einen Balken, wie das Bild laufen. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Man merkt, auch 6 Jahre später sind wir in der Gemeinschaft nicht wirklich willkommen. Rust! Hier unten! Rust! Rust! Er hört mich nicht. Das ist gerade PC. Ist das eine Art Höhle? So, ein Geschenk aus der Vergangenheit. So, könnt's mal ein bisschen gucken. Oh, wie gesagt, ich habe echt vergessen, wie hübsch dieses Spiel sein kann. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Fledermäuse. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Genau, ist jetzt erstmal so Grundlagensteuerung. Das tut auch ganz gut, dass mir die nochmal erklärt wird, weil, wie gesagt, anderer Controller diesmal und es ist ewig her. Mit X kann ich mich ducken und wieder aufstehen. Wird relativ wichtig, wenn man sich später Ruine verstecken möchte. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Weiß noch, wie sehr ich das damals gefeiert habe bei Baldur's Gate auf der PS2, wie da das Wasser aussah, wenn man da durchgelaufen ist. Also wenn man das heute sehen würde, also Baldur's Gate 2 für die PlayStation wurde letztens sogar nochmal neu released für, also für den PC für unverschämte 35 Euro. Ross sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber sieht heute sehr traurig aus. Es vibriert. Gruselige Höhle.
Mir ist aufgefallen bei neueren Spielen, also bei dem hier und auch bei anderen Sachen, die ich gespielt habe, wie wichtig es heutzutage ist, einen halbwegs vernünftigen Monitor zu haben, weil man sonst gar nichts erkennt und einfach nur Matsche sieht, weil so viel mit hohen Kontrasten gearbeitet wird. Wir können übrigens exakt gar nichts außer springen, laufen und... Ah, ja, das können wir auch noch. Da vorne ist irgendwas. Das hier ist auch nur der Prolog. Das hier ist auch nur der Prolog, der dauert nicht lange. Wir machen gleich nochmal einen Zeitsprung. Was ist das? Dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Ein Toter! Schönes Licht gerückt, der Tote. War das Beethoven oder... Nee, das war Goethe, ne? Mit mehr Licht. Ja, das gibt's bei GOG für ein paar Taler. Also ich habe letztens das irgendwo für 30 Euro gesehen und dachte, das wäre eine Unverschämtheit. Also Baldur's Gate Enhanced Edition. Ich kann gleich mal was zu meiner Hardware sagen, wenn die Sequenz vorbei ist. Quasi ein Interface gefunden. Wie macht es das? So, schalte den Fokus durch Drücken von RS ein oder aus. Also, das können wir mal machen. Das ist der rechte Analogstick. So, also ist aus. Wir haben das Ding jetzt an unserem Kopf von dem Toten. Ist auch eine super Idee, ne? Man findet einen Toten, der irgendwie Technik am Kopf hat und das steckt man sich mal an den Kopf. Und wie wir sehen, jetzt wo wir das Ding aufgenommen haben, ist hier irgendwie was zum Leben erwacht. Also hier scheint Technik jetzt wieder zu laufen. Und wir können mit dem Fokus, so, zack, können wir Sachen uns angucken. Genau. Und wenn man da halt über was Bestimmtes das eine Zeit lang drüber hält, dann kriegt man immer Informationen dazu. Das ist später auch sehr nützlich für Gegner, weil man eventuell Schwachstellen von Gegnern und so findet. Gerade sagte einer von euch, er wundert sich, wie hübsch das aussieht und performant das ist. Ob ich auf einer, was war's, 1080 Ti auf 4K mit Max? Nein. Einstellungen weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Kann ich mal kurz gucken, auf was das eingestellt ist. Ich habe das einfach von GeForce, also von der GeForce Experience machen lassen. Ups, nein. Gucken wir mal, Q&E. Audio, Anzeige. Wir spielen auf 1440 mit DLSS an, auf Qualität, Vollbild, V-Sync ist an. Gucken wir mal weiter. Das war's. Achso, warte mal, wir können noch einen weitergehen auf Grafik. Ja, ist recht hoch alles, würde ich sagen. das ist, also ich spiele hier auf einer 2080 Super. Die habe ich gekauft, bevor der Bitcoin-Hype so hochging. Also die habe ich vor, weiß nicht, 2 Jahren oder so gekauft. Die hat damals 400 oder 500, ich müsste nochmal nachgucken. Also noch unter 1000 Euro auf jeden Fall gekostet. Die war noch ernsthaft bezahlbar. Die war zwar definitiv der teuerste am ganzen Rechner, aber durchaus bezahlbar. Könnte auch 700, nee, es waren 700. Ich glaube, es waren 700. Aber die war damals noch bezahlbar. Ich habe heute mal geguckt, ob ich die gleiche nochmal bekommen würde, weil ich für meine Liebste gerne noch einen ordentlichen Zockrechner eigentlich zusammenbauen würde. Aber die sind heute, wenn man sie bekommt, viel, viel zu teuer. Aber für das Spiel würde ich sagen, lohnt sich. Gehen wir wieder zurück. Fortfahren. So, wir sollen den Ausgang finden und dafür können wir den Fokus benutzen. Brandschutztür verstärkt. Verschlussintegrität erhalten. Gehen wir mal hin und gucken mal. Vielen Dank. Ferbs. Eine Metalltür.
Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Verwende das Gerät im Raum. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Ah, dahin. Okay. Die Frage, wie kommen wir dahin? Also das Spiel ist am Ende ein Open-World-Ding. Das heißt, man kann sich seine Ziele selber suchen und die dann auch mal markieren. So, gucken wir uns das mal an. Was ist das? Nix. Das ist nur hübsch. Da hinten haben wir das Teil, was eventuell die Tür öffnet. Interface nicht verfügbar. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen, Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Gucken wir uns nochmal an, was da steht. Vielleicht müssen wir es nach unten drehen. Probieren wir das mal. Und nochmal. Das scheint geholfen zu haben. Ein Farbwechsel. Grün. Dann gehen wir mal zurück zur Tür. Ups. Wo war's? Oh Gott, ist das unübersichtlich. So. Danke, Filono. Ich krieg das mit den Namen nicht hin. Filono. Und ich habe mich verirrt. Ach Gott, wo muss ich hin? Hier war das Schloss, oder? Ja, da war das Schloss. Und da drüben war die Tür. Aber da zeigt es nach oben. Kehre zur Tür zurück. Ja, ich versuch's. 14, 13, 15... Ich entferne mich gerade eher, oder? Laufe ich im Kreis? Ah, nein, doch nicht. Yay! Ein Farbwechsel an der Tür. Gucken wir uns das doch mal an. Ah, da steht man nicht mehr. Die Tür ist auf. Lost im ersten Dungeon. Ja, so ein bisschen. Also, später hat man hier die, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diese Orte, wo die Maschinen, also die Maschinenfabriken, da war ich wirklich manchmal lost, wo ich hin musste. Aber man will sich das hier ja auch in Ruhe mal angucken. Stimmt, hier waren ganz viele Sprachaufzeichnungen immer. Die sind auch, ich weiß nicht mehr, wie hat man die denn, muss man die nehmen oder hat man die, ich weiß nicht mehr. Nein, das war's nicht. Nein, die konnte man irgendwie abrufen. Jetzt bin ich aber gerade überfragt, wie. Gehen wir erstmal weiter. Achso, hier bin ich ja gerade durchgekommen. Gucken, was haben wir da? Da liegt irgendein Gegenstand rum. Vielleicht bin ich doch schon lost im ersten Dungeon. Ist das traurig. Mehr Leichen, Kind. Das sind mehr und Leichen. Noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Scanne das Gerät. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber... Wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Ist das alles nicht traurig? Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa
liebt seinen großen kleinen Mann. Jetzt wohl nicht mehr. Zwäng dich durch die Lücke. So, ein Geschenk aus der Vergangenheit. Achso, ich bin immer noch dabei, den Ausweg zu finden. Erkunden wir mal ein bisschen. Auf dass wir uns verlaufen. Ha. So ging's. Den ersten Audiodatenpunkt schon verpasst. Verdammt. Hören wir mal rein. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Noch mehr Leichen? Das sieht aus wie die Firmenfeier. Guck mal, was haben wir hier? Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Shana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Klingt nicht nach einem angenehmen Ende hier im Bunker. Sieht zumindest aus wie ein Bunker. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Gute Frage, Kind. Eine sehr gute Frage. Das zu... hat mich gefunden. Hier unten. Ich komme. Ja, da geht's raus. Ich komme. Klettern wir mal eine Runde. Urmutter sei Dank. Komm, Kind. Nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Ich höre Stimmen. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. So, das war quasi... Wobei, ne, ich glaube, wir sind jetzt noch als Kind... Oder als Jugendliche? Nee, Kind. Ich glaube, dieses kleine Tutorial, wie man irgendwie was erlegt, kommt jetzt noch. Und dann sind wir eigentlich schon fast in der freien Welt. Ja, wobei, nee, da kommt noch ein bisschen Story. Aber... All diese Formen. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit.
alles kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Boah, wie viel ich von dem Spiel vergessen habe. Hier drüben. Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Und Stöcke für Pfeile, wenn ich mich recht erinnere. Kann man nie genug von haben. Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Beweg dich, alter Mann. Ich hab nicht ewig Zeit. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Oh, ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist. Ich habe mal mein Follower-Ziel da unten angepasst, weil ich mir dachte, regelmäßige Streams sind ein bescheuertes Ziel. Hatte ich eh... Eine Maschine kommt. Ups. Runter. Hatte ich eh und vor. Mir in das hohe Gras. Wenn wir die 10.000 schaffen, dann nehme ich mir mal mein Buch und mache mal eine Woche Lesungen. Und lese mal eine Woche aus dem Buch vor. Da. So. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Solche ja, ich spiele auf normal. Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Die Viecher können richtig nervig sein. Bleib geduckt. Die kriegt man recht schnell platt, aber die können sehr nervig sein, wenn die einen sehen. Weil die dann alle anderen auf einen aufmerksam machen. Lass noch ihn einer. Da rein. Lass ihn vorbei. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Bin ich doof? Ah, da. Hallo. Komm, hier lang zurück. Ja, ich spiele das mit dem Controller. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Man später mit einem Schuss recht gut platt, wenn man die genau in das Auge trifft. So. Ich spiele mit dem Controller, weil ich eigentlich eher ein Konsolenkind bin. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. So. Genau, in dem Auge da sehen wir, wie gut sichtbar wir sind und wie laut wir sind. Also wenn wir langsam laufen, dann nicht so. Wenn wir schneller laufen, dann sind wir lauter. Ich spiele recht wenig Shooter. Also Shooter dann doch eher mit Maus und Tastatur. Aber der Rest? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Wir erfahren später im Laufe des Spiels auch noch ein bisschen, warum wir hier Ausgestoßene sind. Also er, was mit uns los ist. Es geht auch ein bisschen darum, um ihre Familie, wer ihre Eltern sind. Das ist die große Frage, die sich durch das ganze Spiel zieht. Also wer unsere Eltern sind in dem Fall. Da, siehst du? Diese nennt man Läufer. Ah, da hinten. Ha! Rennt!
Die können auch fies sein. Mit denen kann man später reiten. Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Wie gesagt, man kann und nie genug Pflanzen möchte dabei haben. Ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die reichen. Folgt mir. Aber ich will mehr Steine. So, genau. Sprinten können wir auch noch. Sondern natürlich noch deutlich lauter, wie man sieht. Hör auf zu trödeln. Ja, ja, ja. Da ist die Herde. Die okay. DLCs habe ich nicht werfen durch, deshalb spiele ich hier nochmal komplett. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Wirf Steine, um den Wächter zu Rose zu locken. Bleib an dem Vorsprung, wirf die Steine in Rose Richtung. Wo ist er denn? Da. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Ich sehe ihn nicht. Ich werfe einfach mal. Aloy, wirf einen Stein zu ach, mir. Da war er nicht. Wo ist er denn? Ach, da. Da soll ich ihn werfen. Okay. Wirf einen Stein und lock den Wächter zu mir. Bin ja schon dabei. Töte ihn! So, komm, jetzt ist es sicher. Dann plündern wir den Wächter mal. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Y halten, Wächter durchsuchen. Metallscherben und Draht. Gut, jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Sehr gerne, Chef. Gut. Wie ich sehe, hast du schon Reinholzzweige gesammelt. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. So, halte LB gedrückt. Das ist Waffenrad zerfallen. Da haben wir's. Wähle das und halte A gedrückt. Machen wir das doch mal. Und damit haben wir 20 Pfeile gebaut. Gut, hier wird es nie an Vater, der Kleinsohn mit dem BSG aufgrenzt. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. So. Dann erlegen wir mal unser erstes Vieh, würde ich sagen. Sie haben dich gehört. Sei diesmal nicht so laut. Achso, ich war zu laut. Probieren wir oh. sie mal aus. Folgt mir. Okay. Nicht gesehen. Aha, der war auch schon recht nah. Duck dich ins Gras und sei leise. Ja, Chef. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute finden. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Scannen wir es mal zum ersten Mal, genau. Und da hinten sehen wir eine Schwachstelle. Der Lohbehälter.
Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das sein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Ziel aufs Auge. Oder auf den Behälter. Ich glaube, das war linker Trigger und rechter Trigger. Ja. Zack. Ah, Bogenspannen war auch noch so ein Ding. Weiter feuern! Treffer! Weiter feuern! Schon tot. Ah, da weiß ich noch, das hat mir sehr gefallen hier mit dem Schwachstellen suchen, ranschleichen. Plündern wir den mal? Mehr Metallscherben und gut Zünder. Heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Und Lohe. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. So. Wir haben unser erstes Vieh erledigt. Das wird später noch richtig interessant, weil es dann auch wirklich große Viecher gibt, wo man sich wirklich überlegen muss, wie man die in der freien Natur platt macht. Und es gibt später so Jagdherausforderungen, die sind auch sehr schön. Hast du Spiel plus DLC? Ja, das ist die PC-Version, die wir hier gerade spielen. Und da ist das DLC mit bei, das ich allerdings nie gespielt habe damals auf der PlayStation. Und deshalb wird das an der Stelle dann auch noch für mich spannend. Mal gucken, wie lange ich brauche, um das Original, also um das Spiel an sich durchzuspielen. Das fand ich beim letzten Mal schon recht schwer. Aber schön. Ja, Red Dead Redemption probiere ich eventuell auch noch aus. Ah, sieht aus, als hätte er ein Problem. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Ah, ich erinnere mich. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Danke, Anna. Ja. Aloy! Das ist eine Mechanik, die ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht so viel genutzt habe, nur wenn es irgendwann mal eng wurde. Man kann nämlich jetzt sehen, gleich zum verletzten Jungen, im Fokusmodus, wo die langlaufen. Genau, da seht ihr so Pfeile auf dem Boden. Ich muss das langsam machen und leise. Sie dürfen mich nicht sehen. Ich muss vorsichtig sein. So, der muss da drüben. Guck mal, da ist einer. Der läuft dahinter lang. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Hoffentlich dreht er jetzt nicht um. Hoffentlich dreht er jetzt nicht um. Fast geschafft. Okay. Das war knapp. Dann warten wir kurz, bis er wieder in die andere Richtung läuft. Oh, danke für das Prime-Abo.
ist er. Da sind wir. Das ging gut. Was? Folge mir. Okay, das Schleichen geht offensichtlich noch weiter. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Magic. Warten wir mal, bis der wieder weg ist. Schnell rüber. Wie ist das möglich? Tada! Also, ist es kein Spielzeug? Falls ihr selber noch nicht gespielt habt, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Wirklich ein sehr schönes Spiel. Ich beschütze euch beide. Sie Junge! Rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz. Und ich... du... Das heißt, mit Ausgestoßenen wird nicht der mal geredet. Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Autsch. Bleib weg, nicht Mutter! Die haben schon so ein bisschen so ein Mutterproblem hier, ne? Also so die Religion auf die Mutter, mutterlos als Beleidigung. Guck mal, Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle Faust, dann stellt... Ach, verdammt. Ziel auf seinen Kopf, lass den Stein fallen, schlag ihm den Stein aus der Hand. Dann nehmen wir doch Letzteres. Wir wollen keine Gewalt, wir wollen kluge Lösungen. Ah! Hey! Wobei wir hätten auch einen Killer großziehen können. Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Lass mich die Steinwunde mit diesem Stein behandeln. Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy,
Wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training. Jetzt müsste so eine Rocky-Musik im Hintergrund laufen. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Auf zu McFit! Schön Training, bei dem man quasi umkommen kann. Ich brauche keine Hilfe. Ist jetzt auch schon so ins Nichts springen, zack, Game Over. Passt. Ah, schlechter Schuss. Spitze des Speers. Finde Rost. Dann gucken wir doch mal. Wir haben Fertigkeitenpunkte bekommen. Drücke den Button, um sie freizuschalten. Dann gucken wir doch mal. Das ist die Karte. Sachen herstellen. Inventar. Fertigkeiten. Wir können Fertigkeitenpunkte verteilen. Und zwar 3 Stück. Ich bin gerade überlegen, welche nochmal die guten waren. Stiller Schlag, Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen, größeren Gegner. Der war, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich gucke mal, Schlag von oben, Schlag von unten, Anführerschlag. Was haben wir da noch? Jägerreflex. Ah, die waren auch sinnvoll. Wenn ich mich richtig erinnere. Zielbalance, starker Schlag. Was haben wir hier noch? Stille Landung, ja. Unauffälligkeit. Auch manchmal sehr sinnvoll. Ausweichtalent weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, die waren gar nicht so wichtig, wie man sie jetzt verteilt. Stiller Sprint, Konzentration,
Ah, das war ganz gut. Ich hatte das mit dem verwechselt, mit Jägerreflexe. Konzentration. Kritischer Treffer. Ne. Sperrangriff. Ich glaube, den Sperrangriff hatte ich gar nicht so sehr. Schweren Waffen schneller. Maximale Dauer von Konzentration. Ich glaube, das war ganz gut. Schnellladen war auch nicht. Dreifachschuss, Zweifachschuss, Präzision. Ah. Sperrangriffe. Dann gucken wir hier, was der Sammler so kann. Locke mit Werkzeugen genügend Gegner an deiner Position. Quasi, wenn man keine Steine mehr hat. Schnelle Heilung. Doppelte Kapazität ist auch super. Ah, das ist super gut. Da erinnere ich mich noch dran. Fallen wieder mitnehmen. Und wieder verwendet werden. Ich glaube, am Ende hatte man eh fast alles. Munition, höhere Chance mehr Rohstoffe beim Plündern. So, mehr Rohstoffe sind auch mal ganz gut. Scherbenplünderer. Schnitzexperte, heute Knochen zu erbeuten. Erhöht die Ressourcen. Ah. So. Ah, hat sogar jemand geschrieben. Hatte man nicht gegen Ende eh alles freigeschaltet? Ja, hat man. Also, wenn ich mich recht erinnere, hat man gegen Ende eh auch alles freigeschaltet. Ich möchte auf jeden Fall die Fallen wieder mitnehmen und heilen ist auch eine sinnvolle Sache. Haben wir da mal Punkte rein. Krieger, kritischer Treffer, Präzision, Speerjäger. Nehmen wir mal Konzentration auf jeden Fall mal mit. Ich glaube, dann nehme ich hiervon noch den zweiten mit. Ah, für die Fallen müssten wir hier lang gehen. Verdammt! Aber egal, Medizin ist auch wichtig. Zusätzliche Rohstoffe auch mal gut. So, sind auch nur die ersten drei Punkte. Da kriegen wir noch diverse von. Im Inventar hat man, glaube ich, eh gerade nicht viel. Herstellen hat man auch nichts Dolles. Das ist die Karte, also wo wir jetzt anfangen. Und jetzt mal kurz gucken, wo ist Zoom? Da ist Zoomen. Die ist recht groß. Also der Anfang, also jetzt bis, also das, ja, ist ein bisschen mehr als das Tutorial. Quasi der Anfang der Geschichte wird sich komplett hier drin abspielen. Man sieht hier auch, was für Gegner in der Gegend sind. Und Lagerfeuer, da konnte man, glaube ich, speichern. Genau, Ruinen, genau. Man kommt am Ende dieser Anfangsstory aus dem Becken raus. Das ist quasi so der Startbereich, in dem man spielt. Und später wird die Karte ein bisschen größer. Ich zoome mal raus. So. Das hier ist später die Karte, auf der sich der ganze Spaß hier abspielt. Wie man sieht, ist die... Also da ist noch ein bisschen was. Wobei das Startgebiet jetzt auch nicht winzig ist, aber da kommt noch einiges. So. Dann... fangen wir mal an. Dann suchen wir mal Roast. Oder Rost. Wir könnten hier an den Zielattrappen mal ein bisschen üben, wenn wir möchten. Maschinenrüstung, probiere es aus und Trainingsattrappen aus. Genau, es war Right Button. So. Ich werde tun, was ich tun muss. Ein bisschen Rüstung abschlagen, wenn man möchte. Oder mit einem schweren Schlag den auch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das benutzt hatte. Weil das meiste, was man macht, ist auf jeden Fall schleichen und versuchen, Gegner entweder in Fallen zu locken oder von hinten zu erledigen. Und im Idealfall guckt man, dass man möglichst schnell in der Lage ist, Gegner zu überbrücken. Das heißt, man kann Gegner quasi einnehmen und die kämpfen dann für einen weiter. Das ist sehr, sehr praktisch. Dafür muss man aber die jeweiligen Höhlen, in denen die produziert werden, übernehmen. Und das ist manchmal recht schwierig, aber sehr gut. So, Lagerfeuer speichern, schnell speichern. Machen wir mal. Im NG Plus habe ich voll ausgerüstet auf leicht den ganzen Gegner im Nahkampf verprügeln. Ja, ich glaube, wenn man später hier ordentlich ausgerüstet ist, ist man für diese Anfangsgebiete auch definitiv overpowered. Es gibt hier auch so eine super Rüstung, die man noch finden kann. Aber dafür muss man...
Also, aber dafür muss man schon relativ Anfang des Spiels relativ viel Zeug sammeln. Habe ich damals nicht geschafft, habe ich später mal nachgelesen. Fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Also sah nur cool aus, die Rüstung, weil die sieht man schon recht früh. Kräuter nehmen wir immer mit. Das brauche ich vielleicht noch. Und zwar so lange, bis wir keine Stäbe, Kräuter und irgendwas mehr tragen können. Mal nie genug von haben. Was macht er hier oben? So, da oben steht er. Dann klettern wir mal zu ihm hin. Was ist mit ihm los? Aloy, du bist hier. Nehmen wir mal die Klugscheißer-Antwort. Als du sagtest, dass wir jagen gehen, war mir nicht klar, dass ich dich aufspüren soll. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier. Am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Stell keine Fragen, Kind. Sonst noch was? Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Bonusquests. Die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Dann... Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Auf geht's. Questmenü, gucken wir gerne mal rein. Achso, da sind wir schon. Quests, und zwar haben wir hier Nebenquest. Das ist die kauzige Grata. Für die sollen wir Fleisch besorgen. Rede mit Grata. Also erstmal müssen wir mit ihr reden, offensichtlich. Und... Achso, das ist ein Auftrag, das ist gar keine Nebenquest. Und die Hauptquest ist die Spitze des Speers. Da sollen wir Rede mit Karst und feilsche um eine Stolperfalle. Und stelle Feuerpfeile her. Ich weiß gar nicht, man konnte, glaube ich, sich auch eine der Quests quasi auf Verfolgen setzen. Genau, das haben wir jetzt. Und dann sind die... Also ich habe erstmal den Nebenquest, dann ist nämlich oben markiert, wo wir hin müssen. Und als erstes müssen wir hier runter. Und hoffentlich springe ich jetzt nicht daneben. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Dann schauen wir mal auf die Karte. Da ist jetzt auch der Weg eingezeichnet zu Grata. Und das andere, die andere Quest ist, denke ich, hier. Spitze des Speers, genau. Wir machen uns aber erstmal auf den Weg nach zu Grata und reden mit ihr. Mal zu gucken, was meine Frau mir schreibt. Ah, mein Steuerberater hat angerufen. Vielleicht rufe ich den nachher mal zurück. Jahresende ist immer Stress. So, dann, wir haben die Karte geöffnet. Geh weg. Danke. Dann folgen wir mal dem Weg und machen uns auf den Weg zu Grata. Hier alles noch sehr behütet. Oh, da können wir schnell speichern. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Ein paar Stöckchen mit. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war.
und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Mal gucken, ob wir es noch hinkriegen, ein bisschen Fleisch unterwegs zu sammeln. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Ach, da war ich wohl zu laut. Ah, oh, mein Steuerberater ruft an. Ist gerade schlecht. Verdammt. Vielleicht sollte ich ihn dann gleich mal zurückrufen. Wie spät haben wir es denn? Ah, dreiviertel Stündchen noch. Dann schaue ich mal. Ja, wahrscheinlich sollte man den Steuerberater nicht warten lassen. Aber ich kann ja jetzt auch schlecht aufhören zu streamen. Und im Stream telefoniere ich garantiert nicht mit meinem Steuerberater. So, wir wollen immer noch zu Grata eigentlich. Gucken wir kurz auf den. Ja, sieht gut aus. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Kurz, ja, müssen wir noch auf den richtigen Weg. Können wir abkürzen? Ach, folgen wir dem Weg. Oh. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Steine haben wir offensichtlich genug. Wegweiser. So, und da unten sehen wir einen Wächter. Und mehrere. Ups. Vielleicht machen wir die später platt. Schleichen wir uns da erstmal dran vorbei. Vorbei, wir können mal gucken, ob wir einen mit dem Stein hier hinlocken. Und tot. Ach, komm her. Ja. Und auch tot. Ganz gut, also die es lohnt sich auf jeden Fall immer auf die Schwachstellen zu zielen. So, plündern wir den mal. Metallscherben, Wächterlinse und Zünder. Ach guck mal, das ist sogar eh unser Schnee. Auftrag. Hier draußen wird es nicht wärmer. So, kleinen Maschinenkern. Da gucken wir mal kurz. Ups. Ich wollte eigentlich doch wohl, da wollte ich hin, auf die Karte und dann halten wir uns rechts. Und wie ihr gerade gesehen habt, wir haben selbst hier schon noch kleine Ausrufezeichen und so, das heißt, da gibt es wahrscheinlich nochmal irgendwie kleine Nebenaufgaben. Ups. Erstmal kümmern wir uns jetzt um das Essen für die alte Dame. Ich
habe zwischen Felsen und Bäumen nach deinen Gaben gesucht, finde aber keine Nahrung. Urmutter, als mein Name gegen den Berg flog, hast du ihn nicht zurückgeschickt. Du hast ihn im Herzen behalten. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Okay, das heißt, die Quest bzw. der Auftrag hat sich aktualisiert. Wir brauchen mehr Fleisch, das heißt, wir müssen nachher noch Tiere töten, wenn wir denn irgendwo noch welche finden. Und dann würde ich sagen, folgen wir jetzt mal unserer Hauptquest weiter. Oder? Welche Quest ist das? Achso! Da können wir zum Fleischsammeln hingehen. Dann machen wir das doch mal. Bisschen viel Lauferei, aber wir finden unterwegs bestimmt auch noch das eine oder andere Maschinenteil für unsere Hauptquest. Ach, ist das hübsch! So weit weg. Oh, Trent ist weit weg. So. Mal gucken, ob wir ihn hier erledigt bekommen oder ob das zu. Noch aufmerksam. Machen wir den auch mal hier hin. So, wenn man die nicht in ihrer Schwachstelle trifft, braucht man glaube ich 2 oder 3 Schuss für die. Aber die sind zum Glück recht leicht zu treffen. Waffenmodifikation. Da schauen wir doch mal kurz rein. Was haben wir denn da? Herstellen. Können wir das an die Waffe dran basteln? Was haben wir denn da? 5% mehr Schaden. Eine Spule. Solange wir die Fähigkeit noch haben, noch nicht haben, können wir die nicht wieder abmachen, sondern dann sind die permanent drin. Aber das ist jetzt am Anfang eh noch relativ egal. Das ist ja so eine Allerweltsmodifikation, die nehmen wir gerne mit. Gucken wir mal bei der Munition. Feuerpfeile. Um die herzustellen, brauchen wir noch Lohe. Das heißt, wir müssen nachher welche von den von diesen Pferdedingern killen. Und hier haben wir Pfeile. Die können wir auch in dem Menü hier herstellen. Und das machen wir mal. So, damit sind wir wieder voll. Ups. Habe ich gerade gemacht. Geh weg. Ups. So. Und da. Wir gehen mal bei dem Ausrufezeichen gucken, was das macht. Das ist ein schlechter Spiel, wenn man sich. Also so Open-World-Spiele sind immer schlecht, wenn man sich leicht ablenken lässt. Verdammt. Bitte! Auf ein Wort! Wo ist der Hase hin? Wo ist der Hase, du Arsch? Bitte, du musst mir helfen.
Ah, ist tot, ja. Ich muss mit dir reden. Ja, ja, ist gut. Machen wir gleich. Sammeln erstmal kurz das Fleisch ein. Bitte. Niemand sonst hilft mir. Gutes Fleisch. Schön. Gutes Fleisch. Willst du nicht helfen? Ja, doch. Ja. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Oh, die Haut sieht ungesund aus. Klar. Komm. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Da war die Synchro so mittel. Mehr Quests. Aber wir machen jetzt erstmal die Quest fertig und speichern mal schnell. Da ist nämlich gerade ein Lagerfeuer um die Ecke. So, nehmen wir noch ein bisschen von dem Kraut und hier mit. Hiervon. Und dann gucken wir mal kurz dahin. Rechts rum und dann links. Wahrscheinlich brauchen wir gleich nicht mehr zu dem Fleisch, weil wir so schon genug okay. haben. Okay, Grata sagte, ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Das ist nicht weit von hier. Achso, ihre Gebetsperlen müssen wir auch noch suchen. Gucken wir mal. Ja, so, machen wir doch glatt. Das nehmen wir noch kurz mit. Und da oben sehe ich schon so einen Wächter. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Und ein Wildtier. So. Das ging besser, als ich dachte. Nehmen wir erstmal ein bisschen von dem schön Fleisch hart, mit. Aber das kenne ich ja. Ups, und da scheint ein Gegner zu sein. Oh ja. Ah, der ist wahrscheinlich zu weit weg. Mal seine Freunde ausplündern. Ups. So. Craften kann man nachher auch noch eine Menge. Aktuell spiele ich kein WoW mehr. Aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich bin von WoW, also irgendwie in der Zeit, seitdem ich das nicht mehr gespielt habe und jetzt wieder spiele, komplett überfordert. Also irgendwie ist das so, da ist so viel dazugekommen. Hm. Fand ich irgendwie schwierig. Oder nein, nicht schwierig, sondern irgendwie, also ich fand es ganz nett, vor allem mit der Community, also mit den Leuten, die mit mir zusammengespielt haben, aber ich kam mir so ein bisschen hilflos vor bei der ganzen Geschichte und das war auf Dauer irgendwie nicht so geil und die Solo-Quests, die ich so gemacht habe bei WoW, habe ich auch irgendwie nicht so richtig, also haben mich nicht so richtig abgeholt, weil ich der ganzen Story nicht mehr folgen konnte. Das war irgendwie, weiß ich nicht, so, ich wahrscheinlich sollte jetzt hier rüberspringen. Ups, hier.
soll hier irgendwo... da. Guck mal, das sieht doch nach... Scheint in die Richtung weiter. Ja. Hoch. Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinkletter. Aber das sieht ganz gut aus. Ganz so viel Kletterei wie bei, also ist auch viel Kletterei, aber ist nicht ganz so viel wie bei, heißt nochmal, Uncharted. Bei Uncharted ist manchmal die Kletterei einen Ticken übertrieben. Nein, verdammt. Ach, verdammte Kacke. Fuck. Ach, scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Gib dich zum Ausblick. Ja. Shit. Komm, Rage Kill. Ups. Komm, wo ist der nächste? Da. Und nochmal drei. Verdammt. Oh Gott. Ja, wie man sieht, selbst diese kleinen Dinger können einen ziemlich fertig machen, wenn man... wenn man sich nicht anschleicht. So. Dann gehen wir wohl mal wieder zum Ausblick. Was für ein Glück. Ein Wächterherz. Einmal daneben gelaufen. So. Das mit dem Klettern ist ganz gut gemacht. Man sieht nämlich immer, wenn man irgendwo, also wenn ich jetzt nach, weiß nicht, nach unten drücken würde und springen, dann halt tot. Aber wenn ich irgendwie in eine Richtung drücke, wo ein nächstes Ziel ist, dann hebt Eloy die Hand und springt halt dahin. Das ist ganz nett gemacht. Das heißt, man stürzt da nicht so schnell ab. Wenn man abstürzt, dann bei solchen Gelegenheiten wie ich gerade. Wo man irgendwie an was vorbeispringt. So. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt... Ja. Was ein Ärgernis. So, jetzt müssen wir einmal Gebetsperlen suchen. Da. Sieht interessant aus. Die Gebetsperlen. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Mutters Wacht. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Ich würde sagen, wir nehmen mal den schnellen Weg. Ich glaube, man konnte hier, genau, abseilen. Wer kennt es nicht? Erst springen, dann das Seil festmachen. So. Da unten ist ein Lagerfeuer. Gucken erstmal, wo wir hin müssen eigentlich. Ah, zurück zu Greta. Da kommen wir doch noch an dem
am Lagerfeuer vorbei. Vorsicht da unten. Ah, und da sehe ich die Viecher mit den Lohe-Behältern, die ich für die Hauptquest erledigen muss. Vielleicht machen wir das auch noch nebenbei. Doch, der da, leider. Oh nein, ich werde gesehen. Verdammt! Rennen! Nein, ich will wieder hoch. Irgendwo muss ich mich nicht sehen können. Das ist doof an diesen Wächtern, wenn die einen sehen, bevor man sie getötet hat, dann alarmieren die Herde und dann werden alle aggressiv und alle fangen einen an zu jagen. Das ist ein bisschen unangenehm. Man sieht, sind sie noch aufgeregt und suchen noch, aber sie sehen mich nicht. Jetzt müssen wir uns eigentlich gleich wieder an die Herde ranschleichen. Abstand. Ja, das mal ganz vorsichtig. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ah, ich hätte mich doch abseilen können. Ah, verdammt. Da ist noch so ein Wächtermistvieh. Ach, der Analogstick dürfte ein bisschen... Wo sind denn hier noch Viecher? Da sind noch Viecher. Da ist ein Wildschwein. Das Schwein wird auch mal. Das kann ich gut gebrauchen. Ich muss Munition finden. Oder welche herstellen. Oh, fuck. Ja, es ist natürlich schlechter Zeitpunkt. Wo war denn das? Ups. Ah, komm, stirb. Das war ein schlechter Zeitpunkt. Da war das Menü. So. Schlechter Zeitpunkt, wenn einem die Pfeile ausgehen. Puh. Plündern wir mal hier irgendwo weiter. Vor allem die blauen Sachen. Ups.
Jetzt oder nie. Das war auch knapp. Puh. Oh okay. So. Das hilft. So, das ist die Lohe, die ich von denen sammeln muss. Aber ich glaube, ich würde mir gleich mal langsam ein Lagerfeuerchen suchen. Und speichern. Ich müsste nämlich dann tatsächlich mal meinen lieben Steuerberater anrufen und pinkeln. Vielleicht mache ich auch erst das Vieh, die Viecher hier noch kurz platt. Vielleicht doch das Lagerfeuer. Oh ja, vor allem darf ich da eine Menge Viecher sehen. Oh, so, wo ist denn das nächste Lagerfeuer? Links rum. Ach genau, im Regen macht man auch noch mal mehr Lärm, als wenn es trocken ist. So. Wir gehen zum Lagerfeuer, das auch im Regen brennt. Und dann bin ich für heute, glaube ich, erstmal raus. Vielleicht spiele ich später heute noch ein bisschen. Mal manuell speichern. Leerer Platz. War es das noch? Doch. Ist gespeichert. War schön, dass ihr da wart. Vielleicht spiele ich heute Abend noch ein bisschen weiter. Ich guck mal. Ansonsten die Tage. Also ich sage auf jeden Fall Bescheid. Ich freue mich, dass ihr alle da wart. Wir gucken mal, wo wir jetzt noch hinraiden könnten. Dafür gehe ich hier mal aus dem Spiel raus. Wenn ich finde, wo? Da nicht. Da. Beenden. Ja, wir wollen das Spiel beenden. Und dann wechsle ich hier mal kurz auf meine... auf die Ansicht. Da liegt noch der Kram von gestern rum. Und ich gehe mal aus Horizon raus. Ja, ich möchte das Spiel verlassen. Und dann gucken wir mal, wer ist denn gerade so online bei Twitch? Zu wem könnte man denn? Ich weiß nicht, wer streamt denn so früh am Morgen? Wem könnten wir nochmal... ach, guck mal, die Wild Mikes sind da. Dann würde ich sagen, gehen wir doch... dann machen wir doch einen kleinen Raid zu den Wild Mikes. Raid. Falls ihr die nicht kennt, die Wild Mikes haben immer unterschiedliche Themen. Initiiert wird das Ganze, glaube ich, von... na, hier Bernd das Brot. Tommy Krabbeis, ein Held meiner Kindheit. Und die reden über allerlei Themen, unter anderem mit den Hoxillas und so, also aus der Podcast-Welt. Schaut da mal rein, ist immer sehr schön. Wir sehen uns morgen wieder zum Basteln. Dann machen wir diesen Gameboy hier fertig, also diesen Gameboy Color. Der kommt dann in die Hülle und wird noch kurz fertig gemacht. Und dann spielen wir mit dem Lasermarkierer rum. Ich habe mir einen Lasermarkierer bei AliExpress gekauft. Den nehmen wir morgen mal in Betrieb, wenn es denn geht. Und schauen mal, was da so läuft. So, viel Spaß bei den Wild Mikes, wenn ihr denn dorthin gehen möchtet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich rede jetzt mit meinem Steuerberater und höre mir schlechte Nachrichten an. Nein, ist meistens nicht so. Meistens ist es immer lieb und so. Ich hasse Bürokratie. Steuern zahlen ist wichtig und richtig, aber ätzend. Warum geht das nicht einfacher? So, macht's gut. Bis morgen oder heute Abend oder so. Grüßt schön.